viele Leute, einige kenne ich schon. Und weißt du, das Interessante, hier sitzen zwei Leute von der Masterausbildung, davon ist die Homöostase noch immer zerstört. Ja, und trotzdem sitzen sie da. Ja, das ist schön. Einige Leute, da habe ich damals die Homöostase schon zerstört. Aber die sind in ihrer Superkompensationsphase. So, da wird es wahrscheinlich gut gehen. Die andere kenne ich noch nicht. Ja, aber die darf dann ein klein bisschen ihre Homöostase zerstören. Ja, das darf ich machen im Bereich Rückendiagnostik und Reha. Ja, und ich muss sagen, es hat meine Leidenschaft, weil ich bin früher konfrontiert worden selber mit Rückenbeschwerden. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann bin ich zum ersten Mal zu einem Physio gegangen und ich fand das so beeindruckend, dass ich nachher angefangen bin mit Physiotherapie studieren. Ja, so eigentlich sieht man das eigentlich, eigentlich selber Beschwerden bekommen im Endeffekt dazu führt, ja, dass man selber Physiotherapeut wird und dass ich jetzt quatschen darf über Wirbelsäule. Ja, über Wirbelsäule, Diagnostik, und dann geht es vor allem um Lendenwirbelsäule, Diagnostik. Ja, wie ist das für dich? Wie ist Rückendiagnostik? Ist das einfach für dich? Kannst du feststellen, ob bei jemandem das Ligamentum Flavum auf L4, L5 eröffnet, blockiert ist? Kannst du das? Kannst du nicht? Ja, ich muss immer ein bisschen die Homöostase zerstören. Ne? Nein, es stimmt. Ja, so, ich werde dich ein bisschen einleiten in die Präsentation. Ich will mich nachher kurz vorstellen, damit du in jedem Fall weißt, mit wem du zu tun hast. Dann kommt die Einleitung im Bereich Wirbelsäule-Problematik. Ja, dann gehe ich ein physiotherapeutisches Modell introduzieren, die heißt die physiotherapeutische Qualitätszyklus. Ja, dann werden wir reden über Diagnostik der lumbaren Wirbelsäule. Und dann gehen wir schauen nach einem methodischen Aufbau von aktiver Rehabilitation bei Patienten mit lumbaren Rückenschmerzen. Ja? Und last but not least, take home messages. Ja? Ich werde mich kurz vorstellen, ja, weil normalerweise bin ich da 3/4 Stunde mit beschäftigt, aber das ist nicht nett, weil den Vortrag, die dauert eine Stunde und das wäre ein bisschen schade. Ja? So, ich komme aus den Niederlanden. Ja, und hier wohne ich. Ja, das wissen einige Leute schon. Und die wissen auch, dass in dieser Wohnung 3 wunderschöne Kinder wohnen. Ja, und das wissen andere Leute auch schon. Reglott und Sanne, das sind wirklich die schönsten Kinder der Welt. Die sieht man hier. Ja, das ist meine Tochter. Das ist Lotte. Das ist noch nicht so lange, ist ein aktuelles Bild. Ja, so, das ist Lotte, das ist ihr Freund, das ist Daan. Das ist Rick. Ja, das ist mein Sohn, der ist 5 Minuten älter wie sie. Ja, das ist meine Ex-Frau, das ist Ditte. Das ist meine älteste Tochter, das ist Sanne. Ja, so, die kennt ihr schon. Normalerweise, wenn man auf Master-Ebene das macht, dann muss man sofort die Namen kennen und können. Ja, beim Vortrag kann man die vergessen. Okay, kurz über mich. Ja, es sind einige Leute, die wissen das. Ich habe mit ihr... Du hast Kinder, das weiß ich. Ja, sie hat direkt mit mir diskutiert, damals, dass sie die schönste Kinder hat. Ja, aber wir werden da nicht über den Dialog gehen. Du weißt es, du kannst nach einer Stunde darüber Fragen stellen. Das weißt du, hein? Über die Kinder. Okay? Sportphysiotherapeut mag ich sehr gerne. Sportphysiotherapie. Ja, ich unterrichte auf diese Ausbildung. Ja, die Ausbildung, die findet statt, unter anderem hier in Österreich, aber auch in der Schweiz, und die Wirbelsäulekurs findet auch in Holland statt, in Polen. Ich bin nächstes Jahr in Griechenland unterwegs für die Thema Wirbelsäule. Ja, und ich bin regelmäßig in Kenia unterwegs für solche Sachen. Ja, ich habe eine Praxis, ja, und kombiniere gerne meine Praxis mit einem Fort- und Weiterbildungsinstitut. Ja, so, ich mache gerne die Kombi. Hier arbeite ich noch 2 Tage pro Woche an Patienten. Ja, das mache ich immer Dienstag und Donnerstag, ja, oft von 7 bis 7. So, dann komme ich in jedem Fall aan 24 Stunden pro Woche. Ja, die andere Tage beschäftige ich mich mit Management im Bereich ESP, Science and Education, für das ESP-Zentrum. Ja, weil ich arbeite mit 24 Kollegen, arbeiten wir zusammen. Ja, so, auch das muss organisiert werden. Und auch das Fort- und Weiterbildungsinstitut muss organisiert werden. Ja. So, ich mache die Kombi gerne. Ja. Außer das bin ich regelmäßig in Kenia unterwegs, und in Kenia, da wirst du nachher noch in den Vortrag einiges über hören. Da versuche ich Leute in der Slums, ja, versuche ich da über, lass mal sagen, Fort- und eigentlich über Education, ja, versuche ich die ein
bessere Chance zu geben in der Zukunft. Ja. Wenn ich nicht arbeite, das kommt viel vor, ja, dann beschäftige ich mich mit meiner Familie. Ich laufe gerne, habe ein bisschen Gartenarbeit, was ich schön finde, und ich lese gerne. Ja, so, dann weißt du ein bisschen, mit wem du zu tun hast. Ja, jetzt kommen wir zur Wirbelsäule und Wirbelsäule-Problematik. Ja, und dann gehen wir einfach schauen nach der Diagnostik der Wirbelsäule. Ja, weil wenn wir schauen nach Diagnostik der Wirbelsäule, merke ich, dass wir innerhalb Physiotherapie eigentlich oft gegen unsere Grenzen stoßen. Ja? Es ist oft sehr schwierig, um eine gute Diagnostik darzustellen. Ja? Deswegen ist diesen Spruch, oh, Kollege, da, sehr interessant, ja, wenn wir schauen nach Diagnostik der Wirbelsäule. Ja? Und Leute, welche bei mir schon einen Kurs gemacht haben, die wissen ungefähr die Schlussfolge von diesem Spruch. Ja, lese es mal ruhig durch. Muss man zweimal lesen, ne? Stimmt? Ja? Felix, das war auch wieder die Schlussfolge. Ja, 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 genau. Wir wissen nichts. Ja, das ist eigentlich die Schlussfolge. Ja? Und eigentlich kennen wir das. Ja? Wie mehr, wie wissen wir? Wie wenige wir wissen. Und gerade in Diagnostik der Wirbelsäule ist das verdammt schwierig. Ja, ich kann nicht feststellen in die Wirbelsäule, ob wir zu tun haben mit der Bandscheibe, ob wir zu tun haben mit der Ligamentum longitudinale anterior, welche traurig geworden ist, ja, ob das Ligamentum flavum die Ursache ist und so weiter. Ja, das geht nicht. Das ist eigentlich problematisch, oder? Ja, weil hier sieht man, wenn wir keine gute Strukturdiagnose stellen, dann haben wir eigentlich ein Problem, oder nicht? Ja? Und deswegen sage ich auch, wenn wir schauen von einer strukturdiagnostischen Perspektive, ja, finde ich das schon, ist es eigentlich ein Mission Impossible. Ja, schöner Film, ja, Tom Cruise, ja, 1, 2, 3 und 4. Ja, ist das so? Dann sage ich immer, nein, ja, weil jeder Nachteil hat einen Vorteil. Ja, das ist eine Aussage von einem ganz bekannten holländischen Fußballspieler. Ja, die bekannteste holländische Fußballspieler, leider verstorben. Wer ist das? Ja, ich muss dich einigermaßen überhören, weißt du? Ja. Wer war der beste Fußballspieler der Welt? Ja, das ist ein bisschen chauvinistisch, hè? Das begreifst du auch. Hè? Kennst du Johan Cruijff? Sag nicht, dass du ihn nicht kennst. Das geht gar nicht. Ja? Ja, das ist ein Fehler in deiner Erziehung. Johan Cruijff war der beste Fußballspieler. Da hat immer gesagt, jeder Nachteil hat auch einen Vorteil. Ja? Und deswegen können wir sagen, ja, nihil volentibus arium. Ihr habt Latein studiert, hoffe ich. Ja, wenn nicht. Ja, diesen Spruch finde ich einen schönen Spruch, weil eigentlich bedeutet es, nichts ist unmöglich für die, die gerne möchten. Ja, so, ich finde es einen schönen Spruch. Ja, und eigentlich siehst du hier Bilder, ja, von damals, dass ich in Kenia war. Ja, in Kenia versuchen wir hier eine Gruppe von Leuten zu unterrichten, die in den Slums wohnen, kein Physiotherapeut sind, aber wir sie trotzdem vorbereiten auf physiotherapeutische Aufgabe im Bereich von Fußball. Ja, so, wir haben diese Leute, ja, welche eigentlich wenig Education haben, aber in jedem Fall den Willen, um etwas zu machen, ja, haben wir gelernt, wie sie beim Fußball, darf ich so sagen, Präventionstraining machen bei Fußball, wie sie erste Hilfe machen können bei Sportverletzungen, und wir haben sie gelernt, was die Basisprinzipien sind für Reha, damit, wenn sie Leute, ja, soll man sagen, wenn sie sich verletzen in den Slums, dass sie unterstützen können. Ja? Und das Schöne ist, das war in 2017, und hier siehst du die gleiche Gruppe in 2019, ja, wenn sie damals bei uns Prüfung gemacht haben. Ja? Und von dieser Gruppe kann ich ruhig sagen, das ist auch das Schöne, ja, denke ich, dass so ein 80% Arbeit gefunden hat in dem Bereich. Ja? Entweder bei semi-professionellen oder bei professionellen Fußballvereinen. Ja, so, es gibt immer Möglichkeiten, wenn man möchte. Ja. Und deswegen finde ich das ein schönes Metaphor. Auch
wenn wir schauen im Bereich Diagnostik. Ja? Na, bevor ich etwas erzähle über Diagnostik, möchte ich dir die physiotherapeutische Qualitätszyklus vorstellen. Und die physiotherapeutische Qualitätszyklus zeigt eigentlich zwei Sachen. Zum Ersten zeigt es, wie du hier siehst, die methodischen Schritte, welche wir machen, von dem Moment, dass jemand unsere Praxis besucht, bis dem Moment, dass er auch wieder die Praxis verlässt. Ja? Den ersten Schritt, welchen wir machen bei Patienten, ist immer die Anmeldung. Ja? Zweiter Schritt, welchen wir machen, ist Screening. Ja? Und ich weiß, hier wird Screening noch etwas weniger gemacht. Ja? Aber es kommt immer mehr, es macht auch immer mehr ihr Eintritt. Ja? Und Screening bedeutet im Endeffekt, bevor wir Therapie machen, müssen wir erst schauen, ob da wirklich eine Indikation ist für Physiotherapie. Ja? So, die Screening, gerade in Wirbelsäule, wird immer wichtiger. Ja, warum? Zwischen dem Moment, dass die Leute bei dir kommen, sozusagen beim Arzt gewesen sind, und bei dir kommen, ja, da können typische Symptome hochkommen, welche möglicherweise eine ernsthafte Pathologie aufweisen. Ja, deswegen müssen wir das immer checken. Ja, und deswegen wird Screening auch wichtig. Ja. Wenn Screening gemacht wird und du gibst grünes Licht, ja, dann entsteht ein, können wir die Anamnese machen, dann kommt die physiotherapeutische Untersuchung, ja, und nachher kommt die Analyse und die dementsprechende physiotherapeutische Diagnose. Ja, das hier nennen wir das diagnostische Prozess und ab hier findet dann das therapeutische Prozess statt. Ja. Now, ich werde erst über die Diagnostik reden. Ja. Diagnostik der Wirbelsäule ist es schwierig, mit aller Respekt, eigentlich nicht so. Ja, weil wenn wir schauen im Bereich sozusagen Wirbelsäule, dann können wir eigentlich nur drei Diagnosen stellen. Ja, mehr können wir nicht. Ja, und ich werde das zeigen. Ja, anhand, das ist ein Überblickfolie. Ja, und wo es im Endeffekt um geht, ist das hier. Der Diagnostic Triage. Ja, und Diagnostic Triage, schreibe es eben auf. Ja, das Wort sagt es schon. Ja, Triage ist eigentlich, wir können drei Diagnosen stellen. Ja, mehr nicht. Ja. Und das erste, derjenige, welcher das entwickelt hat, war Gordon Waddell. Ja, in 1998, schon lange her. Ja, und er hat es beschrieben in seinem Buch, das heißt The Back Pain Revolution. Ja, und in dieses Buch hat er einfach gesagt, okay, ja, eigentlich können wir, wenn wir alles anschauen, alle Diagnosen, welche wir bekommen, kennen wir nur drei Töpfe. Ja? Und den ersten Unterschied, welchen er gemacht hat, ist den Unterschied zwischen spezifisch einerseits und unspezifisch andererseits. Ja? Das ist eine Zweiteilung. Ja? Unspezifisch bedeutet, da ist keine Korrelation zwischen das pathologische anatomische Substrat des Patienten und sein oder ihre Beschwerdenbild. Ja? Und hier kennen wir ganz interessante Diagnosen. Ja? Sehr beeindruckende. Ja, wer kann mich eine Diagnose nennen, welche möglicherweise in diesen Topf fällt? Lumbalgie. Super, Felix. Noch mehr Ideen, welche dazu gehören? Welche Diagnose bekommst du vom Arzt? Die gleiche Lumbalgie oder bekommst du noch mehrere? Ist das die einzige? Ja? Kennst du noch mehrere, Felix? Dosalgie. Ja. Super, ja. Ja, eigentlich habe ich gesagt, weiß ich habe die Leute eigentlich, deswegen sind sie vorne gesessen, weil ich habe gesagt, die meiste Frage stelle ich an die, an die Gruppe, welche hinten sitzt. Ganz hinten. Ja. Welche Diagnose bekommt ihr? Ich werde ein bisschen helfen. Die letzte Reihe ist dann 1, 2, 3, ist diese Reihe.
Ja, das ist die letzte Reihe. Ja, ja, ich helfe ein bisschen, ja, wenn es nicht ganz deutlich ist, dann muss man. Welche Diagnose bekommt ihr vom Arzt? Instabilitäten. Instabilitäten. Ja? Wozu gehört Instabilitäten? Gehören die auch in diesen Topf? Eigentlich ja. Ja? So, mit aller Respekt, die meiste Diagnose, welche wir bekommen, ja, die kommen in diesen Topf. In den Topf unspezifische Rückenbeschwerden. Das Interessante ist, das ist ungefähr 90% ja, von den Rückenbeschwerden, womit wir konfrontiert werden. Ja, so anders gesagt, und zurückkommend auf das, was ich schon erwähnt habe, Strukturdiagnose ist eigentlich mit aller Respekt eine Utopie. Gerade in der Wirbelsäule. Ja? Wir können keine klare Strukturdiagnose stellen. Und wenn wir stellen können, dann kommen wir hier raus. Ja? Aber das ist nur 10%. Ja? 10% ist spezifisch. Ja? Und dann hat Gordon Wollner noch gesagt, okay, wenn wir dann schauen nach spezifisch, dann kann ich noch eine Zweiteilung machen. Ja? Ich kenne spezifisch. Ernsthaft und ich kenne spezifisch nicht ernsthafte Rückenbeschwerden. Ja? Und spezifisch ernsthafte Rückenbeschwerden, ja, das sind die Leute, welche Red Flags haben. Das sind die Leute, welche biomedizinische Zeichen haben, welche möglicherweise eine ernsthafte Pathologie aufweisen. Ja, und wenn wir schauen nach ernsthaften Pathologien, da sind da insgesamt, wenn man schaut in die Literatur, 4 ernsthafte Pathologien, welche definiert worden sind. Ja, und die ernsthaften Pathologien, ja, das ist unter anderem Tumor, super, ja, das sind Tumoren. Das sind Frakturen, welche eine Rolle spielen, ne? Ja, welche man dann sieht. Das ist eigentlich ein Itis, ja, ein entzündliches Bild. Ja, und denkt dabei an Bechterew. Ja, Bechterew ist eine rheumatische Erkrankung. Ne? Spondylitis ist es eigentlich, ne? Ankylopoetika. Ja, und sie reden über ein Spondylolis. Thesis, ja, als 4 eigentlich ernsthafte Rückenprobleme. Ja. Ich muss sagen, die ersten 3, da komme ich gut mit. Ja, da komme ich wirklich gut mit. Mit Spondylolisthesis komme ich weniger gut mit. Und warum? Weil es ungefähr 75-80% der Leute, welche ein Spondylolisthesis haben, wissen nicht, dass sie eine Spondylolisthesis haben. So anders gesagt, sie haben ein Wirbelgleiten, aber es gibt keine Beschwerden. Begreifst du? So deswegen, wenn du Leute bekommst mit einer Spondylolisthesis und sie sagen, wir haben die Ursache gefunden, das ist nur in 1 von 4 Fällen tatsächlich den Fall. Okay? Aber die haben eigentlich Beschwerden. Logisch? Wenn ich das so erwähne? Ja? So, die gehören zur spezifisch ernsthaft. Ja? Welche gehört dann zur spezifisch nicht ernsthaft? Weil es ist eine, welche noch übrig bleibt, welche sehr häufig vorkommt, womit wir auch sehr regelmäßig konfrontiert werden. Ja, super. Ja? Eigentlich ein Bandscheibenvorfall. Ja? Und warum nennen Sie das nicht ernsthaft? Das ist spannend. Das ist vorstellbar. Ich habe Leute, da tut es. Es tut höllisch weh. Haben wir hier Leute, welche mal einen Bandscheibenvorfall gehabt haben? Ja? Felix, du? Du auch, hä? Tut es weh? Bei dir nicht. Nein? Wer hat einen Bandscheibenvorfall? Ich finde es immer so schön, das zu sagen, weil keiner macht seinen Finger hoch, aber ihr alle lügen. Weißt du, weil alle haben Bandscheibenvorfälle. Und stark genug, um dafür zu sorgen, dass du mit deiner Depression nach Hause gehst, nicht eine, aber mehrere. Kannst du dir vorstellen?
Wir haben auf unterschiedlichen Niveaus haben wir Vorwölbungen. Ja? Aber wir haben keine Probleme damit. Okay? So, warum ist das so? Ja? So, wir haben Bandscheibenvorfälle, aber das ist nicht ernsthaft, weil die meisten Leute haben es. Und die Bandscheibenvorfall selber ist nicht ernsthaft. Aber der Tatsache, dass er einen Nerv beeinflusst, kannst du dir vorstellen, das macht es ernsthaft. Okay? Ja, so, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und deswegen begreife ich auch die Einteilung von Gordon Bodo. Und das ist unsere Leitfaden. Ja? Mehr haben wir nicht und mehr geht auch nicht. Ja? Und das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt zu wissen. Ja, weil wenn wir schauen, ja, hier sieht man es stehen, spezifisch, ja, ernsthafte Low Back Pain, die haben wir erwähnt. Spezifisch, nicht ernste Low Back Pain, Bandscheibenvorfall und unspezifisch. Ja, wir haben sie eigentlich definiert, ja, und eigentlich für unsere Therapie macht das viel aus. Die Strukturdiagnose, ändert sich dort viel an deiner Therapie. Ob es vielleicht eher VZ-Gelenk ist oder vielleicht eher Bandscheibe, macht das viel aus. Für Therapie macht es nicht so viel aus. Das einerseits. Und andererseits muss man auch nicht vergessen, wenn wir schauen nach alle Gewebestrukturen in unserer Wirbelsäule, und vor allem in unserer Lendenwirbelsäule, dann sind die multisegmental innerviert. Ja, und multisegmental innerviert bedeutet auch, dass es nicht einfach ist, um eine Diagnose zu stellen. Stärker noch, Strukturdiagnose wird da schwierig. Deswegen siehst du auch, womit arbeiten wir? Wir arbeiten nicht mit klaren Tests. Ja, weil wenn die da wäre, dann wäre super. Ja, es wäre super, wenn er ein VZ-Gelenktest war. Oder es wäre noch besser, wenn er ein Bandscheibentest war. Ja, aber die gibt es nicht. Aber es gibt wohl ein klinisches Muster, was möglicherweise eher neigt Richtung ein Instabilität. Ja, oder ein klinisches Muster, was eher neigt Richtung Bandscheibe leiden. Oder ein klinisches Muster, was eher neigt Richtung VZ-Gelenk leiden. Ja? Was tun wir dann? Wir schauen einfach in unsere ganze physiotherapeutische Untersuchung, welche klinischen Merkmale und Symptome da sind, wobei wir denken, es könnte eher Bandscheibe, eher VZ sein oder eher Instabilitäten. Ja? Aber es gibt keinen Test. Ja? Deswegen sieht man das hier zurückkommen. Schau. Ich habe hier einen Überblick gemacht von Red Flags der Wirbelsäule. Ja? Hier steht es, Frakturen mit ihren spezifischen, darf man so sagen, Zeichen und Symptome. Ja? Tumoren mit den spezifischen Zeichen, ja, und Symptomen. Infektionen, ja? Und hier steht es, Spondylitis, ja? Bechterew, ja, was da mal eine Rolle spielt. Ja? Und als letzte die Spondylolisthesis. Ja, eigentlich haben wir es erwähnt. Ja, spezifisch ernsthaft. Das sind dann auch, was ich schon erwähnt habe, die Red Flags. Ja, das sind die, welche wir möglicherweise bei Patienten versuchen festzustellen. Und wenn die dort sind, dann zurück zum Arzt. Weil das sind absolute Kontraindikationen für Physiotherapie. Ja, wenn diese Leute noch nicht abgeklärt sind durch den Arzt, müssen sie zurück. Kannst du dir vorstellen? Ja? Wenn sie abgeklärt sind durch den Arzt und du bekommst von dem Arzt ein Go, dann darfst du. Alright? Ja? So, ich denke, wichtiger Punkt, um mitzunehmen. Ja? Dann kommen die spezifische, nicht ernsthafte Low Back Pain. Ja? Und dann schauen wir nach einem Bandscheibenvorfall. Und davon kennen wir natürlich wohl spezifische klinische Merkmale. Ja? Und die spezifischen klinischen Merkmale stehen da. Ja? Unilaterale Beinschmerzen, mehrwirkende Schmerzen. Ja, typisch für Leute mit Bandscheibenvorfällen. Sie spüren es im Bein, nicht im Rücken. Das Spannende ist, wo, kennst du es auch? Wenn die Schmerzen im Bein weggehen, wo bekommen sie dann ihre Beschwerden? Im Rücken. Kennst du es auch? Finde ich immer wieder spannend. Ja, dass wenn ein Patient kommt, sagt, na, du bist lecker. Ja, ich habe keine Probleme hier, aber jetzt tut es höllisch weh in meinem Rücken.
Und dann musst du erklären, dass es gut ist. Ja, kannst du dir vorstellen? Spannend. Das heißt das Zentralisationsphänomen. Ja, kluges Phänomen, of schönes Phänomen. Wenn es passiert, ja, ist das ein positives Zeichen. Meistens gehen die Schmerzen bis zum Fuß oder Zehen. Warum? Weil die meisten Bandscheibenvorfälle vorkommen auf L4, L5, L5 ist 1. Ja, auch logisch, weil da haben wir die meisten Rotationsmöglichkeiten. Es ist relativ gering in die Lendenwirbelsäule, aber da haben wir die meisten Rotationsmöglichkeiten. Ja, so da kommen sie auch am häufigsten vor. Deswegen redet man auch da, wenn es höher kommt, wenn es L3 ist, dann ist es oberhalb. Ja, das wissen wir auch. Sie haben vor allem radikuläre Probleme und dementsprechend müssen wir eine neurologische Untersuchung gut kennen und können. Ja? Gut, das kennen wir. Und dann unspezifische Low Back Pain, auch da gibt es typische Merkmale. Weil die Leute sind meistens zwischen 20 und 55 Jahre jung. Ja? Schmerz kann auch ausstrahlen, aber dann pseudoradikulär. Ja, das wissen wir auch und vergesst nicht, das ist schon lange bekannt. Ja, seit den 60er Jahren, ja, 1900, soll man sagen, ist schon bekannt, dass jede Struktur in meine Lendenwirbelsäule Ausstrahlung geben kann. Ja, keine Ausnahme da. Ja, so deswegen sieht man das häufig. Es ist mechanisch zu provozieren, es ist auch mechanisch zu lindern und die Patient fühlt sich im Allgemeinen gesund. Ja. Was ist für uns wichtig als Physio? Wie können wir diese Diagnose stellen? Weil kannst du dir vorstellen, es gibt keinen spezifischen Test für unspezifische Beschwerden. Auch logisch. Ja? So, ich kann nur über Ausschlussverfahren diese Diagnose stellen. Auch logisch. Oder anders gesagt, wenn keine Red Flags anwesend sind, ja? Wenn keine radikulären Probleme anwesend sind, ja? Dann kommen sie in diesen Topf. Ja? Und ob das jetzt heißt Lumbago oder Lumbalgie oder Dorsalgie oder Ischialgie, ja? Das macht nicht so viel aus. Sie kommen dann in diesen Topf. Logisch, bisher. Ja? So deswegen ist es eigentlich mit allem Respekt nicht so schwierig. Ja? Bei 90% kommt da. Ja? Und damit werden wir auch am meisten konfrontiert mit diesen Leuten. Ja? So, im Bereich Diagnostik, ja, weiß ich entweder zusammenfassend unspezifisch, spezifisch ernsthaft oder spezifisch nicht ernsthaft. Ja? Das sind die drei Diagnosen, welche wir stellen können. Okay? Dann kommen wir bei dem nächsten Punkt, nämlich. Wenn Leute kommen, ja, dann mache ich eine physiotherapeutische Diagnose, aber auch eine Analyse. Ja? Und ein Analysekollege ist nichts anderes als retrospektiv schauen nach deinem physiotherapeutischen diagnostischen Prozess. Ja, und dann überlegen, wie wird möglicherweise Therapie ablaufen. Das ist ein Ding. Ja? Aber andererseits auch, habe ich zu tun bei diesem Patienten mit einem normalen Verlauf oder habe ich zu tun mit einem abweichenden Verlauf? Ja? Für uns wichtig. Ja? So, reden wir über normalen Verlauf, ja? Oder abweichend? Ja? Und das gibt eine schöne Definition von einem normalen Verlauf. Ja, weil wir reden über einen normalen Verlauf, wenn in einem Zeitabschnitt, ja, von 3 Wochen Störungen in Funktionen reduzieren, ja, Einschränkungen in Aktivitäten reduzieren, ja, und Partizipationsprobleme reduzieren. Ja, warum 3 Wochen? Weil in 3 Wochen reden wir oft über die Prolifase, Proliferationsphase bei Wundheilung. Und dann wissen wir, genau in dieser Phase sieht man oft, dass Symptome reduzieren. Ja?
Adaptionsprobleme bleiben, dann reden wir über einen abweichenden Verlauf. Okay? Und wenn wir reden über einen abweichenden Verlauf, ja, dann müssen wir uns überlegen, was könnte dann eine Rolle spielen bei einem abweichenden Verlauf? Kannst du es vorstellen? Ja? Weil das ist eigentlich unser Ziel immer, um das festzustellen. Ja? Nou, dafür, um festzustellen, ob da ein abweichender Verlauf ist oder ein Risiko auf einen abweichenden Verlauf, wird etwas benutzt, was heißt die Kiel Startback Screening Tool. Ist das ein bekanntes Begriff für jemanden? Nein? Ich denke, es ist interessant, weil diese Startback Screening Tool, ich will ihn zeigen, ja? Das Wort sagt es schon, Screening bedeutet eigentlich, was ist das Risiko möglicherweise bei Patienten, dass da möglicherweise ein abweichender Verlauf ist oder möglicherweise ein abweichender Verlauf kommt. Ja? Und was machen sie dort? Ja, Hill hat das in 2008 introduziert. Ja, und hier sieht man, da werden 9 Fragen gestellt an einen Patient. Nur 9 Fragen. Na, spannend. So, Patienten können das schnell eintragen. Ja? Und interessant ist Folgendes, die Ergebnisse. Wenn du schaust nämlich nach den Ergebnissen, und das sieht man hier, wenn Leute 3 Punkte oder weniger haben, ja, und wenn ich dann wieder zurückgehe, ja, wenn sie sagen, mein Schmerz hat während der letzten 2 Wochen zeitweise in die Beine ausgestrahlt, überhaupt nichts, wenig, mäßig, ist 0 Punkte, sehr und extrem ist 1 Punkt. Ja? Und das ist eigentlich die Bewertung, welche man macht über alle 9. Ja? Wenn diese Leute 3 Punkte Score haben oder weniger, dann haben sie ein geringes Risiko auf einen abweichenden Verlauf. So anders gesagt, diese Leute haben meistens einen normalen Verlauf. Und was ist dann ein normaler Verlauf? Wir haben das erwähnt, hier. Aber ein normaler Verlauf bedeutet auch, dass diese Patienten innerhalb 6 bis 8 Wochen spontan ausheilen. Ja? Brauchen diese Leute Physiotherapie? Kannst du dir vorstellen, diese Leute brauchen nicht wirklich Physiotherapie. Ja? So stark noch bei uns sagen sie, kein Physiotherapie, ja? Wenn sie das eintragen. Ja? Heutzutage wird es ein bisschen modifiziert. Ja? Was sieht man dann? Ja, wir kommen noch darauf zurück. Wenn diese Leute das haben, geringes Risiko, ja, dann ist es so, dass sie maximal 4 Behandlungen bekommen. Nicht mehr. 4 Behandlungen und da werden sie vor allem gecoacht. Ja, weil das sind die Leute, die heilen sowieso spontan aus. So, was machen wir? Wie erklären sie, was sie in die Zeit, dass sie nicht bei uns sind, machen dürfen, aber vor allem nicht machen dürfen? Logisch. Ja? So, was wir hier machen, ist vor allem Coaching. Ja? Wenn die Leute eine Score haben von 4 oder mehr, dann ist es abhängig, bei welcher Frage sie eigentlich eine Score, Positivscore haben. Und hier steht es, dann schauen wir vor allem nach die Teilsumme von Frage 5 bis 9. Ja? Und wenn sie da 3 oder weniger haben, dann nennen wir das ein mittleres Risiko. Ja, und mittleres Risiko bedeutet eigentlich, Leute wählen die falsche motorische Strategie. Und das kann. Ja, Leute wählen eine Strategie, ja, und entweder er funktioniert oder er funktioniert nicht. Ja. So, hier sieht man 3 oder weniger eher mittleres Risiko. Aber wenn sie bei der Teilsumme 4 oder mehr haben, dann haben diese Leute ein hohes Risiko auf ein abweichende Verlauf. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei diesen Patienten, ja, soll man sagen, möglicherweise, darf ich sagen, die psychosozialen Faktoren eine Hauptrolle spielen in ihr Beschwerdenbild. Okay, kannst du mitkommen in meine Gedanken? Weil das Schöne ist von diesem Screening, also, dass es für mich wichtig ist, wie ich mit Leuten kommuniziere. Ja? Die sind einfach. Kannst du dir vorstellen? Ja? Aber bei diesen Patienten könnte es so sein, dass multidisziplinäre Betreuung angesagt ist.
Ja, das weißt du noch nicht, aber das Risiko ist da. Okay? Bei einem mittleren Risiko, habe ich schon gesagt, dann machen die Leute oft ein, dann wählen sie eine falsche motorische Strategie. Ja? Na, wenn wir danach schauen, nach die Strategie, ja, mittleres Risiko, dann sieht man vor allem, dass diese Leute entweder ein Movement Impairment entwickeln oder ein Control Impairment entwickeln. Ja? Und das ist eigentlich, was ich erwähnt habe, das ist eine falsche motorische Strategie. Und diese Leute sind bei uns perfekt aufgehoben. Ja? Wir können diese Leute ganz gut betreuen. Ja? Und schau mit. Ich habe hier dargestellt, Klassifikation der Movement Impairments. Ja? Now, was finde ich wichtig? Bei diesen Patienten siehst du, dass eigentlich das Entstehen von Beschwerden ein akutes Geschehen ist. Ja? So bei den meisten Patienten sieht man hier, ja, dass eigentlich die Beschwerden akut entstanden sind. Ja, so ein akuter Lumbago, ja, oder ein Hexenschuss, wie man es erwähnt. Ja, bei diesen Leuten ist das akut entstanden. Ja, akute Bandscheibenvorfall und so weiter. Ja. Was sieht man hier bei diesen Patienten? Bei diesen Patienten sieht man, dass da eine übergroße Aufmerksamkeit kommt auf den Schmerz. Und diese Patienten, kennst du wahrscheinlich auch, die machen einen Denkfehler. Ja, die machen oft den Fehler, dass sie denken, wenn etwas wehtut, geht etwas kaputt. Kennst du das auch? Ja, das ist ein Denkfehler. Weil es ist nicht so, wenn etwas wehtut, dass wieder etwas kaputt geht. Aber wenn Leute das denken, was bedeutet das für die Aktivitäten, welche sie machen, welche schmerzhaft sind? Machen sie die noch? Kennst du das, die? Die machen immer weniger. Kennst du es auch? Das sind die Leute, das nennt man, die katastrophieren. Es tönt etwas übertrieben, finde ich. Aber durch den Denkfehler, ja, sieht man im Endeffekt, dass die Leute eine Vermeidungsstrategie wählen. Da kennst du das? Ja? Und wenn sie eine Vermeidungsstrategie wählen, ja, dann sieht man, dass sie eigentlich immer weniger machen. Auch logisch. Ja, so alles, was den Schmerz provoziert, sagen sie, mache ich nicht. Ja? So, da entsteht eine Vermeidungsstrategie und oft entwickeln diese Leute ein Kinesiophobie. Ja? Und Kinesiophobie ist nichts anderes als, und das ist ein wichtiger zu wissen, eine nicht realistische Angst für Bewegungen, für Kinesio. Ja, und wichtig ist, nicht realistisch. Ja, weil ich kenne auch realistische Angst. Ja, können wir das feststellen, dass Leute eine nicht realistische Angst haben? Super, das können wir. Ja, aber wichtig ist auch hier wieder, vanaf Physiotherapie, messen ist wissen. Ja, und was wir da tun können, ist Fragebogen benutzen. Ja, es gibt zwei Fragebogen, welche Bewegungsangst eigentlich feststellen. Dass die eine heißt TAMPA-Score für Kinesiophobie, ja, und die andere heißt die Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. Ja? Ich finde das wichtig, weil es ist nicht unsere Interpretation. Ja, wir dürfen nicht sagen, ja, ich begreife schon, das ist kinesiophobisch. Ja? Ja, das geht nicht, ja. Das ist wirklich through the eyes of the beholder. Ja, das darf nicht. Wir müssen das auch objektivieren. Ja, das geht. Ja? Und wenn wir das tun, wenn Leute diese Entscheidung treffen, dann müssen wir eine Strategie machen, die heißt, wir machen graded activity. So, wir machen gestaffelte Aufbau in Therapie. Ja, so, wir gehen von wenig belastende Übungen nach immer mehr belastende Übungen. Das einerseits. Und andererseits gehen wir die Leute wirklich in ihre angstvolle Bewegungsablaufe bringen. Ja, woraus sie nicht fliehen können. Okidoki? Weil das ist es eigentlich. Ja, das wird auch gemacht. Cradle Exposure ist etwas, was normalerweise in die Psychologie gemacht wird. Ja, um Leute, welche eine Phobie haben, ja, den Phobie zu reduzieren. Ja, Leute, welche bei mir schon einen Kurs gemacht haben, wissen das. Ich habe eine Phobie.
Ja? Und diese Phobie ist ein Schlangenphobie. Ja? Und ich hoffe, dass du dich vorstellen kannst, ja, dass wenn du, um bei mir die Chemie, also sozusagen diese Phobie zu reduzieren, dass du nicht in ein unerwartetes Augenblick einen Boa Constrictor in meine Nacke werfen musst. Ja, dann musst du wirklich etwas anderes machen. Ja, dann musst du anfangen mit... Ja, genau, mit einem Gartenschlauch, ja, mit einem Blindschleiche, ja, und so weiter. Aber ganz am Ende muss ich natürlich mit meinem Boa Constrictor schwingend durch Innsbruck laufen. Ja, kannst du dir vorstellen? Ja, und werfe ich jedem mein Lieblingstier zu, ja, um zu schauen, ob sie möglicherweise phobisch wären. Ja, habe ich wieder Patienten. Okay? Quatsch, aber deutlich. Ja, so das ist Movement Impairments. Aber ich kenne auch Leute, die kennen Control Impairments. Ja, und Control Impairments sieht man meistens entstehen bei Leuten, wobei die Beschwerden langsam progressiv entstehen. Ja, wenn es langsam progressiv steht, schau, diese Leute haben eine verringerte oder mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber Schmerz. Ja, kennst du? Das sind die Leute, Kollege, welche bei uns kommen. Und wenn du dann fragst, ja, was hat ihre Beschwerden ausgelöst, dann sagen sie, ich habe keine Ahnung. Genau. Sie wissen es meistens nicht. Ja, das sind die Leute, ja, welche meistens ihre Beschwerden kommen, nachher, nicht während. Ja, das sind die Leute, welche im Garten arbeiten, während des Gartenarbeits geht alles io, ja, aber nachher haben sie starke Beschwerden. Oder den nächsten Tag haben sie andere Beschwerden. Stimmt. Dankeschön. Ja, hast du es gehört? Ja. Weißt du? Ja, sie lachen noch. Bei letzter Woche, Kollege, habe ich unterrichtet. Ja, und am Morgen ging es noch. Aber um 4 habe ich schon gemerkt, hey, da passiert etwas, ein bisschen heiser. Ja, und den nächsten Tag haben sie mich ausgelacht. Ja, weil ich hatte plötzlich eine Pubertätsstimme. Können Sie sagen? Ich hatte nämlich keine Stimme. Und wenn ich versucht habe, mich einigermaßen zu verständigen, dann hat meine Stimme überschlagen. Das fanden sie lustig. Ja, okay, war auch lustig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, war auch lustig. So, da habe ich zum ersten Mal mit einem Mikrofon und 2 großen Lautsprecher, ja, unterrichten müssen, ja, damit sie mich auch flüsternd hören könnte. Hm? So, deswegen merkst du noch, er ist noch nicht ganz da, aber in jedem Fall einigermaßen, dass du mich verstehst. Ja, zurückkommen auf die Leute mit Control Impairments. Ja, das sind die Leute, eigentlich welche nicht wissen, was sie falsch machen. Das sind die Leute, Kollege, welche nicht so ein gutes Haltungs- und Bewegungsgefühl haben. Kennst du die Patienten? Ja, kennst du es? Ja, ich finde es so spannend. Ja, weil das, ja, so in Holland nennen wir das die propriozeptive Dramen. Kennst du es auch? Ja, die spüren wirklich ganz wenig. Kennst du es auch? Das sind auch die Leute, welche man verantwortet, eine Übung lernt. Kennst du es auch? Ein Squat. Wir haben es mal gedacht. Weißt du, das ist ein Squat gut gelernt. Ja. Ja, und den nächsten Tag, kannst du dir vorstellen, 3-4 Tage später kommen sie, du gehst die Übung erklären, okay, oder sagen zu diesen Leuten, können Sie die Übung nochmal zeigen? Und dann plötzlich siehst du. Kennst du es auch? Du siehst ganz interessante Bemerkungen. Und dann sagst du, entweder, ja, ich war nicht ganz dabei, ja, oder mein Patient hat wohl eine sehr kreative Lösung gefunden für die Übung. Erkennst du diese Leute? Sind die einfach zu betreuen? Die sind schwieriger. Aber begreifst du jetzt, dass es wichtig ist, um festzustellen, ob wir eher zu tun haben mit Movement Impairments oder eher zu tun haben mit Control Impairments? Ja, weil das ändert meine Strategie. Ja, die von Movement Impairments, wenn die Probleme haben mit Bücken mit der Rundrücken, dann sagst du, Bücken mit der Rundrücken, mach mal. Sagt er, ja, das machen die. Die wissen genau, was sie falsch machen. Ja, aber das wissen diese Leute nicht. Ja, so bei diesen Leuten, was müssen wir tun bei diesen Leuten? Bei diesen Leuten müssen wir bestimmen, welche Bewegungsablaufe sie nicht mehr machen sollten. Okay? Weil sie wissen es nicht.
Und gerade das ist wichtig, Kollege, weil das, was wir an Aktivitäten einschränken, das wird dann auch direkt mein Ziel sein in Therapie. Das will ich wieder ermöglichen. Logisch. Ja. So, ich hoffe, das deutlich wird. Wahrscheinlich erkennst du auch Patienten, ja, dass die Therapie, die Übungen und die Aufbau der Übungen, da komme ich nachher auf zurück, ähnlich ist, aber deine Strategie ist anders. Ja, und deswegen ist es wichtig, um das festzustellen. Ja? Now, ich habe festgestellt, sind es Control- und Movement-Impairments. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann gehe ich schauen, was für eine Art Bewegungsmuster haben sie. Und Bewegungsmuster, damit meine ich eigentlich, bei welcher Art Muster haben sie vor allem ihre Beschwerden. So, wo kompensieren sie vor allem? Ja, und dann hat eigentlich O'Sullivan, ja, so muss ich es anders sagen, ja, ich gehe kurz zurück. Wenn wir sagen Bestimmung Bewegungsmuster, dann hat O'Sullivan, aber auch Shirley Saman, ja, die haben interessante Bewegungsmuster festgestellt. Die haben zum Beispiel gesagt, er ist ein Flexionsmuster, ja, er ist ein Flexionsrotationsmuster, ja, er ist ein Extensionsmuster, ja, oder er ist sogar ein multidirektionelles Muster. Ja. Und das Interessante ist, können wir diesen Muster feststellen? Als Physio? Ja, das können wir. Und deswegen kam ich hier zurück. Ja, weil Hannu Luomajoki, hat damals seine Doktorarbeit geschrieben über 6 unterschiedliche Tests. Ja, wobei, und das Schöne finde ich, das sind aktive Tests. Das sind aktive Tests, welche zeigen, welche Muster Leute möglicherweise haben. Und Kollege, den Muster ist ein kompensatorisches Muster. Ja? So, das sind die motorische Kompensationsstrategien, welche sie zeigen. Ja? Now, schauen wir nach Bildli. Waiters Bowl ist das hier. Wenn ich Leute frage, ja, aktiv, versuch mal auf diese Art und Weise die Bewegung zu machen. Ja? So, eigentlich sage ich hier, mach mal eine leichte Squat-Bewegung. Auf diese Art und Weise. Ja? Und sie machen das so nach, dann bin ich zufrieden. Ja? Aber wenn sie es so machen, dann bin ich nicht zufrieden. Ja? Und das sieht man regelmäßig. Weil Leute, welche keine optimale neuromuskuläre Kontrolle haben, wo suchen sie ihre Stabilität? In die passive Struktur. Ja? So deswegen, das sind die Leute, die gehen relativ rasch in die Flex. Aber wenn ich in die Flex bin, dann wird mein passives Subsystem, meine Ligamenten und so weiter, die kommen auf Spannung, die sorgen für passive Stabilität. Das ist super. Ja, weil wenn ich das habe, ja, dann braucht man die neuromuskuläre Kontrolle nicht anzusprechen. Ja? So, in Anfang ist es vielleicht schön, aber das erhält jemand seine Beschwerden. Das ist vorstellen. So, das ist ein Zeichen für ein Flexionsmuster. Ja, Leute suchen zu schnell das Problem dort. Da kennen wir Sitting Knee Extension. Ja? Ich sitze und frage den Leuten, den Knie zu strecken, ja? Bis es leicht zieht in die hintere Seite Oberschenkel. Ja? Wenn die es machen und sie bleiben so sitzen, bin ich froh. Wenn sie es so machen, ja, dann nehmen wir das wieder positiv rein. Flexionsmuster. Ja? Pelvic Tilt, das ist nog een spannende. Die is regelmäßig bij Physiotherapeuten, neem ik ook positief. Ja? Dat is een test wat je maar macht, waarbij man steht. Ja? En man, kennen ze dat ook, dat is bekken kippt. Ja? Waarbij het nur in die lendenwirbelsäulenbereich zijn sollte. En keine Bewegung in die Brustwirbel. Kennen ze dat? Headbangen. Ja, die machen oft diese problemen. Ja? Die kunnen dat niet. Ja, als man een Physiotherapeut een Headbanger is, is deze test immer positief. Ja? Okay, ja. Was sieht man meistens? Hier sieht man oft, dass die Leute ein Extensionsmuster zeigen. Was heißt das? Sie hängen, kennst du sie auch, diese floppy Erwachsenen? Ja. Man kennt floppy Kinder, hä? Die sind ein bisschen locker so. Aber floppy Erwachsene sind die, welche gerne stehen mit so wenig wie möglich Aktivität der Muskulatur. Kennst du sie auch? Ja, herrlich, hä? Kennst du sie auch? Diese Sway Back, die hängen in ihre passive Strukturen. Das Einzige, was aktiv sind, ist die
ist die Wadenmuskulatur. Ja, so du kannst es einigermaßen positiv verkaufen. Ja, ist toll, wie du stehst. Ja, so trainierst du wirklich deine Wade. Ja, damit hört es auf. Ja. Das Interessante ist, diese Leute sind nicht in der Lage, das Becken zu kippen. Ja, so deswegen sieht man, wenn sie das nicht kippen können, selektiv. Ja, meistens geht es dann alles nach hinten. Das ist das positive rein Extensionsmuster. Ja. Rocking all four, forward, backward. Hier sieht man das forward. Vier Füße stammt. Ja, ich bewege nach vorne. Und wenn sie nach vorne bewegen, ja, bis den Gewicht auf mein beide Hände ist, so nicht maximal nach vorne, ja, dann muss dein Rücken in eine Linie bleiben. Ja, wenn sie in die Lordose knallen, ist das wieder positiv für ein Extensionsmuster. Okay? Ja? So, wir haben zwei für Flex, diese sind für Extension. Ja? Und dann sieht man Pro-Knee Bend, Bauchlage, Patient fragen. Beug mal dein Knie, bis es leicht zieht, vordere Seite, Oberschenkel. Ja? Und dann gehen wir schauen, was hier passiert. Ja, zieht die Lendenwirbelsäule in Extension, das ist positiv rein. Extensionsmuster, aber häufig sieht man, was passiert. Leute, die heben ihr Becken ab. Und dann ist es positiv für ein Rotationsmuster. Ja? Und so ist es auch hier für ein One-Extend. Ja, ist etwas schwierig darzustellen, aber normalerweise steht jemand bei einer Bank, Bauchnabel ist Referenzwert. Ja, ich stehe hüftbreit, ja? Dann lege ich hier ein Kuli, ja? Dann verlage ich mein Gewicht nach links, ja, dann schaue ich, wie weit mein Bauchnabel nach links geht und das mache ich auch nach rechts. Ja. Und wenn der Unterschied links-rechts größer ist wie 2 cm, ist das möglicherweise positiv für ein Rotationsmuster. Okay? Deutlich. Ja. So, das Schöne ist, wir können anhand von diesem Test feststellen, welche Kompensationsstrategie Patienten haben. Das ist für mich wichtig, ja? Weil wenn Leute ihre Kompensation ganz gerne suchen in Flex, und das machen die meisten, ja, die meisten Leute entwickeln eine Flexions-Kompensationsstrategie. Ja? So, Waiters Bow und Sitting Knee Extension sind dabei positiv. Ja? Was muss ich bei diesen Leuten dann betonen während des Therapies? Dann muss ich vor allem die Extension betonen. Ja? Und wenn es Flexion, Rotation ist, dann muss ich vor allem die Extension, Rotation betonen. Auch logisch. Ja? So, wenn ich dann Therapie mache, wenn es funktioniert, ja, er funktioniert, ja, dann kommen wir weiter. So, Analyse, physiotherapeutische Diagnose, die haben wir gestellt. Und wenn wir das gestellt haben, ja, und die Untersuchung gemacht haben, ja, dann gehen wir weiter, dann komme ich bei das Bestimmen von einem Behandlungsplan. Und Behandlungsplan, Kollege, finde ich ein wichtiger Punkt. Ja? Und Leute, welche bei mir schon Kurs gemacht haben, kennen das. Wenn ich einen Behandlungsplan machen muss, dann muss ich zwei Sachen machen. Ich muss Ziele bestimmen. Ja? Wenn man kein Ziel bestimmt, ja, dann macht man Physiotherapie ins Blaue hinein. Darf das so sagen? Ja? Weil wir brauchen Ziele. Ja? Kurzfristige Ziele. Mittelfristige Ziele, langfristige Ziele. Ja? Und nicht nur das, wir gehen auch bestimmen, ganz kurz eben weiter, welche Mittel wir nutzen. Ja? Und die Mittel, welche wir nutzen, ist zum ersten Information und Aufklärung. Ja? Patient Education. Ja? Info ist wichtig. Ja? Und ich hoffe, dass du weißt, ja, in April gibt es einen Kongress über Patient Education. Ja, wie geben wir Informationen, wie geben wir Aufklärung für unsere Patienten? Das wird in Wien stattfinden. Und ich finde das wichtig, weil die wenigsten Physios haben Kommunikationstechniken oder Strategien gelernt in der Schule. Kennst du das auch? Ich habe es nicht gelernt. Wer hat es gelernt in der Schule? Kommunikation? Bisschen Felix, du auch? Super, wenn es gemacht wird. Ja? Aber im Allgemeinen siehst du es nicht so viel. Wie kommunizieren wir mit unseren Patienten? Aus dem Bauch heraus. Kennst du es auch? Ja? Das, was wir denken, das gut ist. Ja? Das will nicht sagen, dass es immer gut ist.
Okay? Bei ein, darf man so sagen, ein Grund, warum man bei Patienten mit Rückenbeschwerden führen kann zu einem abweichenden Verlauf, sind die sogenannten White Flags. Ja, wir haben über Red Flags geredet. Ja, das sind die absolute Kontraindikationen. Wir kennen auch relative Kontraindikationen. Und dann reden wir unter anderem über die Yellow Flags. Kennst du das auch, die psychosoziale Faktoren? Ja, und da ein Teil von ist unter anderem auch die White Flag. Und ein White Flag, wer kennt das? Ihr kennt das, ja? Darf nichts sagen, du. Wer weiß es? White Flag? White Flag ist die medizinische und paramedizinische Einfluss, welche führt zu einem abweichenden Verlauf. Kannst du vorstellen? So anders gesagt, das, was Ärzte kommunizieren oder das, was wir kommunizieren, kann wirklich dazu führen, dass Leute langsamer ausheilen. Erkennst du das? Ja? Ich habe es heute, habe ich es noch mit der Gruppe, habe ich das kommuniziert. Ja? Weil, wenn du Übungen machst mit Patienten, ja, kennst du das auch? Denk wieder zurück an den Squat. Wenn ich einen Squat mache mit Patienten, dann erhoffe ich mich immer, dass jemand das auf eine gute Art und Weise macht. Einverstanden? Dafür kennen wir Kriterien. Auch logisch. Ja? Wenn Leute dann diese Übung machen, kannst du dir vorstellen, ich habe es gut erklärt zu den Leuten. Ich bin zwar ein bisschen müde, ja, kennst du das? Es ist mein, ja, ich arbeite 12 Stunden, so um 6:30 kommt noch ein propriozeptives Drama. Ja, mit Rückenbeschwerden. Ich versuche jemanden so gut wie möglich zu lernen, wie ein Squat geht. Ja? Aber es ist jemand, der hat ein Control Impairment. So, ich habe schön erzählt, was ist immer so? Hüftbreite stehen, ja, Initialbewegungen sind ihre Knie. Ja, sie dürfen so weit gehen, dass sie gerade noch keine Bewegung haben in die Wirbelsäule. Ja, und so versuchen sie in einem 1-0-1-Rhythmus diese Bewegung zu schaffen. Ja, ich sage, deutlich für Sie, begreifen Sie es? Ja, ich begreife es. Können Sie es mal machen? Kennst du es auch? Das ist spannend, hä? Kennst du es auch? Dann geht es los. Ja, was sagst du dann als Physio? Ja, kennst du es auch? Spannend. Hä? Hör mal auf! Hör mal auf! Kennst du das? Ja? Ich habe noch so gesagt, ja? Sie sollten diese Übung machen in einem 1-1-Rhythmus. Ja? Ihre Knie sollten die Initialbewegung sein, ihre Knie sollten nicht nach innen gehen, ja? Ihre Rücken sollte gerade bleiben und Sie sollten das machen in einem 1-1-Rhythmus. Können Sie es jetzt mal wieder machen und bitte richtig? Ja? Gibt es ein gutes Gefühl bei unseren Patienten? Begreifst du, was ich meine? Ja? Wir haben oft die Neigung, und es geht so schnell, Kollege, wir haben oft die Neigung, vor allem zu sagen, was sie falsch machen, was sie nicht gut machen. Ja? Gibt das Vertrauen? Das ist ein bisschen gemein, ja? Aber erkennst du es, dass wir relativ schnell das sagen? Und eigentlich geht es darum, dass wir sie positiv bestätigen müssen. So, was muss ich zu diesem Patienten sagen? Sag, super, dass du es versucht hast. Ja? Okay? Ja? Damit ist fertig, ja? Ja? Aber begreifst du, ja, ich sage es immer, Kinder lernen über positive Bestätigung, wir auch. Ja? Das geht viel schneller. Ja? So, deswegen, ne, oft meine Aussage, dass ich sage, ja, ich sage immer, manchmal kommen Patienten traurig zu uns, ja, aber nach einer physiotherapeutischen Behandlung gehen sie schwer depressiv weg. Ja. Ist damit die Botschaft deutlich? Ja. Dass du ehrlich weißt, sorg dafür, dass die Patient Education stimmt. Ja. Sorg dafür, dass du Leute Vertrauen gibst. Und darum geht's. Ja. Okay, so Information und Aufklärung ist dabei wichtig. Dann die passive physiotherapeutische Maßnahme. Finde ich auch wichtig, weil die kreieren wichtige Voraussetzungen im Bereich Therapie, mit Sicherheit in die Akutsituation. Aber wenn ich weiterkomme in Therapie, Kollegen, dann werden die aktive physiotherapeutische Maßnahmen wichtig. Ja, und das finde ich ein der wichtigsten Ziele, welche wir haben, weil ich will einen Patient unabhängig machen von meinen Händen. Ja, ein Patient muss nachher
beim Abschluss muss er sagen, tschüss, ja, ich weiß, was ich machen muss. Okay? Ja, das ist ein Wichtiger. Ja? Deswegen werden wir im Laufe der Zeit, werden die aktive physiotherapeutische Maßnahmen immer wichtiger. Ja? Und auch Selbstmanagement. Ja? Selbstmanagement finde ich noch wichtiger. Ja? Was denkst du, dass ich meine mit Selbstmanagement? Hast du eine Idee? Das, was die Leute machen, wenn sie nicht bei uns sind. Logisch. Ja? Gut. Früher habe ich mit einem Professor zusammengearbeitet. Ja? Und der Mann war sehr schwarz-weiß in seiner Aussage. Ja? Weil damals, wenn ich den Kurs gemacht habe in Sportphysiotherapie, ja, dann fand ich das ganz wichtig. Alles, was wir gemacht haben in die Behandlung, das war es. Ja? Und dann habe ich da eine kritische Frage übergestellt und hatte mich angeschaut. Und er war viel provozierender wie ich. Und hatte wirklich so geschaut, hatte gesagt, lieber Harald, denkst du jetzt wirklich, dass die halbe Stunde bei dir physiologisch etwas bringt im Vergleich mit den anderen 23,5 Stunden? Kannst du es? Da habe ich wirklich gedacht. Arschloch. Darf ich das sagen? Aber ich habe es gedacht, kannst du dir vorstellen? Weil er hat recht. Ja? Nicht die halbe Stunde bei uns führt zu Erfolg. Ja, und das war seine Aussage. Aber die 23,5 Stunden, dass sie nicht bei uns sind, führt zu Erfolg. Logisch? Aber da sind wir verantwortlich. Okay? Weil wir geben hier die Voraussetzung, damit sie da funktionieren können. Logisch? Ja, wichtig. Nehmt es mit. Okay? So, das ist das, was wir machen. Und ich zeige dir jetzt ein möglicher Schritt in Behandlung im Bereich aktive Reha. Ja, weil, geht noch, ich habe noch 10 Minuten. Geht's noch? Ja? Gut. 3 Basisprinzipien in aktive Reha. Ja? Und das heißt Posture Muscles Movements. Ja? Zum Ersten, Posture Training, Kollege, ist Patienten wieder bewusst machen von ihr Haltungs- und Bewegungsgefühl. Das ist die Voraussetzung. Wenn Leute ihren eigenen Körper nicht gut spüren, können sie sich selber nie korrigieren. Okay? Kann ich sie keine Übungen mitgeben? Auch logisch. Das ist Posture Training. So, Posture Training ist Leute bewusst machen von Stadtästhesie, Haltungsgefühl, und bewusst machen von Kinästhesie, Bewegungsgefühl. Ja? Muscle Training, ja? Da muss ich jetzt was erklären über Muskulatur. Und wenn wir schauen nach Muskulatur, gibt es ein Klassifikationssystem in Muskulatur, welche den Muskeln einteilt in Stabilizers und Mobilizers. Ja, und gerade diese Einteilung hat in der Physiotherapie eigentlich ihr Eintritt gemacht. Warum? Weil Stabilizers, so, Muskeln sind, welche, wenn es führt zu einer Verletzung, ja, ein Bindegewebsverletzung in der Wirbelsäule, sieht man, dass die Muskeln stereotyp reagieren. Ja? Stabilizers, Kollege, reagieren mit Hypotonie, ja? In die Entzündungsphase. Ja? Ursache dafür liegt in Dolor und Tumor. Ja? Dolor, Schmerzinhibition, Tumor, Reflexinhibition. Ja? Mobilizers sind Muskeln, welche reagieren mit Hypertonie in die Entzündungsphase. Ja? Ursache dafür liegt in etwas, das heißt neurale Redistribution. Okay? Diese Reaktion, Kollegen, in die Entzündungsphase ist ein kluges Entscheid vom Körper.
Ja? Wenn ich zum Beispiel schaue hier nach mein Musculus multifidus. Mein Musculus multifidus ist die dorsale Kapselspanne, mein Facettgelenk. Ja? Wenn mein Facettgelenk leidet, bin ich froh, dass mein Multifidus nicht in der Lage ist, anzuspannen. Kannst du dir vorstellen, weil wenn er anspannt, dann führt das zu noch mehr Schmerzen. Ja? Aber der Tatsache, dass die Muskeln nicht anspannen können, führt dazu, dass die Stabilität in meiner Wirbelsäule etwas senkt. Ja? Weil die Muskeln, welche primär verantwortlich sind für Stabilität, die können in dem Moment nicht gut reagieren. So was machen diese? Die müssen kompensieren. Ja? Und die kompensieren mit Hypertonie. Okay? Ja, wenn dann in die nächste Phase von Wundheilung, die Proliferationsphase, Dolor und Tumor weniger wird, ja, dann sind die Ursachen für Hypo- und Hypertonie ja, sind weg. Logisch? Ja? So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass in dem Moment spontan mein Multifidus oder mein Transversus Abdominis spontan wieder aktiv sein sollte. Ja? Und Mobilizers, wie zum Beispiel mein Erector Spinae, eigentlich in Spannung reduziert. Passiert das bei unseren Patienten? Spontan? Das Antwort, Kollege, ist jein. Es kann, ja, aber es muss nicht. Ja, so deswegen sage ich oft, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So, was mache ich mit meinen Patienten? Ich mache Muscle Training. Und Muscle Training ist nichts anderes als Tonus Normalisierung. Ja, ich kann mein Stabilizers reaktivieren und ich kann mein Mobilizers detonisieren. Logisch? Ja, wenn ich das gemacht habe, ja, wenn ich sie wieder gelernt habe, normal zu reagieren, darf ich das so sagen, ja, dann müssen sie auch noch lernen, zusammenzuarbeiten. Ja? So, Muscle Training ist vor allem intramuskulär orientiert, ja? Aber Movement Training ist intermuskulär orientiert. Sie müssen wieder lernen, zusammenzuarbeiten. Ja? Und die Zusammenarbeit, das nennen wir wohl intermuskuläre Koordination, die läuft von regional nach total nach funktionell. Ja? Und mit diesen Leitfaden ja, habe ich dann auch, soll man sagen, zusammen mit Guido eine Methodik entwickelt im Bereich Rückenkaart. Ja? Posture Training sieht man hier, ja? Neutrale Position finden, Becken kippen, ja. Muscle Training, ja. Hier die Einteilung, Local Stabilizers, Global Stabilizers, wie reagieren mit Hypotonie, und die Mobilizers, ja, welche wir kennen. Und Movement Training, Kollege, von statisch nach dynamisch, von lokaal naar regionaal, naar totaal, naar functioneel. Ja. Und hier sieht man das zurückkommt. Lokaal, regionaal, totaal. Und funktionell. Ja? Nou, das alles kommt zusammen in dieses Überblick. Ja? Weil hier steht lokale Stabilität und lokale Stabilität intramuskuläre Koordination. Ja, so dann muss ich schauen nach mein Stabilizers. Ich muss mein Transversus Abdominis, Multifidus, mediale Teilquadratus Lumborum und Beckenboden möglicherweise reaktivieren. Ja? Regionale Stabilität ist die Zusammenarbeit von Local Stabilizers und Global Stabilizers. Ja? Und da kenne ich das. Regionale Extension Stabi, regionale Laterale, regionale Extension Rotation, Flex und so weiter. Ja? Dann gehe ich von regionale Stabi nach totale Stabilität. Da gibt es drei unterschiedliche Karten. Dann geht es nach total bewegen. Und wenn ich total bewege, dann kommen die Mobilizers dazu. Auch logisch. Ja? So, bisher ist es immer Local Global Stabilizers. Hier kommen die Mobilizers dazu.
Ja? Und wenn ich bewege meine Wirbelsäule, ja, und mobilizes, trainiere, dann trainiere ich gleichzeitig mein passives Subsystem. Ja? Ich trainiere gleichzeitig dann mein Bandscheibe, aber auch mein Ligamente. Ja? Und das mache ich mit dem Ziel, zu kommen zur funktionell bewegen oder anders gesagt, spezifisch bewegen oder trainieren auf Partizipationsebene. Logisch, wenn ich das so erwähne. Ja? So, hier sieht man den methodischen Aufbau. Und jetzt ganz kurz eben zurück nach Diagnostik. Wenn Leute ein Flexionsmuster zeigen, ja, welche Karte werde ich dann vor allem betonen? Ich werde vor allem die lokale Extensionsstabilität trainieren. Ja? Ich werde die regionale Extensionsstabilität trainieren. Die totale Extensionsstabilität. Und dann komme ich bei Flex-Extensionsbewegungen. Begreifst du jetzt das Schöne? Wenn wir gute Diagnostik machen, dann weiß ich genau, welche Rückenkarte ich betone. Ich brauche sie nicht alle zu trainieren. Es ist wirklich abhängig von Bewegungsmuster. Und, ja, und die Strategie, welche Leute haben, ist es Movement Impairment oder Control Impairment, bestimmt meine Strategie. Logisch, wenn ich das so erwähne. Ja? So, wenn ich dann schaue, hier sieht man als Beispiele, ja, transverses Training, ja, lokale Extensionsstabilität, Multividus, laterale Beckenboden, ja, als Beispiele. Hier sieht man andere Beispiele, regionale Extensionsstabi, ganz einfach ein High Sitting Military Press, High Sitting Front Raise oder ein High Sitting Good Morning. Ja. Übungen, wo man sieht, dass Leute sitzen, eine kleine Bewegung vorwärts und rückwärts machen. Sie dürfen nicht bewegen in die Wirbelsäule, ne, aber hier trainieren wir wo das? Local Stabilizers und die? Und die Global Stabilizers. Ja? Okay, so kennt jede Karte mehrere Übungen. Welche Übung ich wähle, ist abhängig von das, was ich im Endeffekt bei Leuten trainieren muss. Ja, und das sind die Einschränkungen in Aktivitäten einer Patient. Ja? So, hier sieht man regionale Extension-Rotation, Flex-Stabi. Ja, und hier sieht man Karte 10, kommt der Basic Squat zurück. So, hier sieht man einige Übungen, welche zurückkommen in den unterschiedlichen Karten. Und hier sieht man, das ist spannend. Siehst du? Weil hier trainiert man wirklich Flex und Extension. Hier auch. Ist das möglich bei Patienten? Ja, das ist möglich, wenn wir es verantwortlich aufbauen. Ja? Und dann geht das. Und mit Sicherheit, wenn Leute das brauchen. Ja? So, das versuchen wir immer zu tun. Hier sieht man sogar mit Rotation. Ja? Und wie weiter ich komme, kommen allerhande funktionelle Übungen dazu. Ja? Und mein Ziel ist natürlich, um da zu kommen. Ja? Auf Partizipationsebene. Logisch? Für alle? Super. Ja? Es gibt allerhande Übungskriterien. Ja? Subjektive und objektive. Ja? Aber das Ziel für Reha ist und bleibt auf Partizipationsebene. Ja, so das heißt Verbesserung Qualität von Leben. Ja, das machen wir hier. Ja, und ich mache das gerne da. Ja. Kinder haben die Zukunft. Ja, finde ich immer wieder schön. Ja. Ja, so das ist in Kenia. Ja, wenn wir dort unterrichtet haben, die Kinder haben immer viel Spaß und schön, ja, die genießen das Leben oft voll und ganz. Ja, können wir noch eine Menge von lernen. Ja. Take home messages. Schau mit, bei allen Formen von Rückenschmerzen spielt geänderte neuromuskuläre Kontrolle mehr oder weniger eine Rolle. Stabilizers, Mobilizers, ja, wichtig zu wissen. Das ist noch wichtiger. Ja. Meine Kinder, ja, weißt du auch, ist ganz wichtig. Ja, während Reha mechanische Reize setzen. Ja, und wie weit wir kommen, wie wichtiger die aktive physiotherapeutische Maßnahmen sind. Ja, und wir wissen, wie trainieren wir mit Reha? Posture Muscle Movements. Von lokal nach regional, nach total,
nach funktionell, von statisch nach dynamisch. Logisch? Ja, gut. Letzter Punkt. Primäre Ziel von Reha. Ja, nihil volentibus adium. Nichts ist unmöglich, was wir schon erwähnt haben, für die Leute, welche gerne möchten. Ja? Und um das kurz zu zeigen für dich, ja, dass es wirklich immer wieder Möglichkeiten gibt, ja, möchte ich bei dir enden, ja, mit ein interessantes Video für dich. Okay? Hoffentlich macht er es. Geht über den Beamer, der Output. Warte. So geht's besser. Ja? Will Hogan Chang. 还是为了离开 Gut. Botschaft deutlich. Super. Vielen Dank. Hä? Sind da noch Fragen? Hat hier jemand noch Fragen? Oder sagst du, es ist ganz klar und deutlich?